So, grüß Gott, liebe Leute, ich möchte mal wieder ein neues Video ins Internet stellen, denn ich habe ja schon lange keins mehr reingestellt und ich wollte es jetzt wieder öfters machen. Heute haben wir den Gedenktag der heiligen Agnes. Und die heilige Agnes, eine Märtyrerin unter Kaiser Diokletian, eignet sich eigentlich ganz gut so für ein paar Reflexionen bezüglich des Martyriums. Märtyrer, Martyrium. Glaubenszeugnis. Glaubenszeugnis sind ja die Märtyrer. Das ist immer wieder ein bisschen interessant zu betrachten, denn es geht ja in sich ja darum, worum es ja bei jedem Christen geht, wir sollen Gott lieben. Gott lieben. Wie liebe ich denn Gott? Soll ich aus freiem Herzen, aus freiem Antrieb machen? Gott will keinen aus Zwang, dass jemand aus Zwang ihn liebt. Aber wenn ich Gott lieben will, wie liebe ich ihn? Sagt Jesus ganz klar, wer mein Wort befolgt, der liebt mich. Zu dem werden wir kommen und bei ihm wohnen. Also man liebt Gott, indem man seinen Willen erfüllt. Jetzt können sich auf unserem Weg, wo wir den Willen Gottes tun, wo wir Gott lieben, Hindernisse in den Weg stellen. Also, und dann überlegen wir mal, je schwieriger es ist, den Willen Gottes zu tun, desto mehr Liebe braucht es ja. Je mehr ich mich überwinden muss, je schwieriger das ist, ja, desto größer ist denn die Liebe. Also, jetzt geht es aber weiter. Das ist jetzt, wo ich eigentlich darauf hinaus will. Schauen wir mal auf Jesus am Kreuz. Jesus am Kreuz, er hat immer den Willen des Vaters getan bis zum Tod am Kreuz. Er ist ans Kreuz gegangen, das hat Gott zugelassen. Diesen Willen, diesen permissiven Willen Gottes, den Gott zugelassen hat, hat er angenommen. Egal wie schwierig es war. Aber jetzt ist ja der letzte Punkt Jesu, dass er eine große Verlassenheit gespürt hat am Kreuz. Er hat gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat eben nicht in diese Trennung der Sünde, die Trennung der Sünde, die Sünde zwischen Mensch und Gott hervorruft, da ist er reingegangen und hat eben diese große Verlassenheit gespürt. Ein großer Schmerz. Jetzt ist eben die Überlegung, wenn wir manchmal eine Verlassenheit spüren, vielleicht beten wir für Menschen, die sich für uns entfernt haben. Könnte ja sein. Ja, und spüren da so auch was wie Jesus. Menschen, die wir gern haben, die uns sich vielleicht entfernt haben, vielleicht vom Glauben entfernt haben. Wo wir sowas Ähnliches spüren. Ja, Jesus hat auch alle Menschen geliebt und hat diese Entfernung der Menschen gespürt und dieses Leiden in der Liebe gespürt. Und ich denke, das macht es auch manchmal schwer, den Willen Gottes zu tun. Also nicht schwer, dass wir ihn nicht tun, sondern das ist eine besondere Art der Anstrengung. Der Liebe, die es da braucht, für Menschen zu beten, wo man einfach einen Schmerz der Entfernung spürt und hofft, dass die vielleicht wieder zurückkehren, dass die sich vielleicht mit einem versöhnen auch, ja, in der Familie oder sonst. Man spürt wie eine Trennung, wie Jesus am Kreuz die Trennung zu seinem Vater gespürt hat. Und man betet aber trotzdem weiter, so wie es Jesus auch am Kreuz getan hat. Und ich denke, das ist wieder eine Stufe, wo man den Willen Gottes tut. Man soll seine Feinde lieben. Wir haben vielleicht, ich weiß ja nicht, ob wir Feinde haben, aber manche Leute lassen uns leiden, wie als ob sie unsere Feinde wären, obwohl sie es vielleicht gar nicht sind, ja. Also, und alle Menschen zu lieben, immer das Gute zu tun, immer zu lieben. Auch wenn man manchmal wie so eine Verlassenheit, so eine Entfernung spürt. Das ist auch der Wille Gottes. Und das braucht sehr, sehr viel Liebe. Und also als Konklusion würde ich sagen, dass das vielleicht noch eine dritte Stufe ist. Also die erste Stufe, wir tun den Willen Gottes. Die zweite, wir tun den Willen Gottes, auch wenn sich Hindernisse einschleichen. Und die dritte Stufe ist dann, dass wir
auch Menschen lieben, wo wir vielleicht wirklich ein Leiden haben, weil sie sich in einer gewissen Weise von uns entfernt haben. Und da auch unser Leben schenken, unser Gebet und alles. Ich denke, so ganz normal aus dem Alltag gegriffen, diese Beispiele mal zu nehmen, über das Leben der Märtyrer nachzudenken, die ja irgendwie einen ähnlichen Weg gegangen sind. Vielleicht hilft euch das und ich wünsche euch Gottes Segen. Ja. Tschüss und alles Gute. Gottes Segen. Segne euch der mächtige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen. Und mit Freude vorangehen. Tschüss.